Ja, hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stümmen von der Firma Stümmen KF hier in Norderstedt und wir sind seit 25 Jahren die absoluten Spezialisten, wenn es um das Thema Fahrzeugsicherheit geht. Durch den Wegfall der Grenzkontrollen und die gemeinschaftliche Währung, die wir in Europa haben, werden leider immer mehr Fahrzeugteile entwendet und natürlich auch immer mehr Fahrzeuge. Denn der Bedarf an hochwertigen Fahrzeugteilen, hochwertigen Fahrzeugen im osteuropäischen Raum steigt und es wird natürlich immer mehr geklaut. Denn die Diebe, die sich darauf spezialisiert haben, mit solchen Fahrzeugen, mit Allradfahrzeugen, Transportern und hochwertigen PKWs zu handeln und mit den Fahrzeugteilen, die wissen ganz genau, wie sie die Wegfahrsperre und Alarmanlage komfortabel über die Onboard-Diagnose deaktivieren. Jetzt fragt ihr euch, wieso, der Wagen hat doch eine Wegfahrsperre und eine Alarmanlage, da brauche ich auch keine zweite Alarmanlage, einmal ist doch Quatsch. Aber leider ist es so, die Statistiken geben uns recht, es werden immer mehr von diesen Fahrzeugen entwendet und wir können auf Videokameraaufzeichnung eindeutig sehen, die Diebe brauchen keine 2 Minuten, dann fahren die mit so einem Fahrzeug weg. Und wie geht das? Ganz einfach, die Fahrzeuge haben weltweit einen Standard, der nennt sich OBD und dieser Standard ermöglicht es den Pannendiensten und den Werkstätten komfortabel, das Fahrzeug zu warten und die Fehler auszulesen und Zubehör anzulernen. Aber das nutzen die Diebe, auch diese Achillesferse, um die Daten zu klauen, um sich neue Schlüssel anzulernen, um die Wegfahrsperre lahmzulegen, um die Alarmanlage zu deaktivieren. Wie die das machen, da möchte ich euch jetzt hier heute keine Anleitung geben, aber es ist in der Praxis so, dass es funktioniert. Die Alarmsysteme, die wir verbauen von Empire, Viper und Clifford, das sind alles Unikate. Denn die Diebe, wenn die sich darauf spezialisiert haben, X5, X6, Audi Q7 oder so ein Audi A6 zu zocken und wissen, wie sie diese Alarmanlage hier und Wegfahrsperre deaktivieren, dann können die es bei allen Fahrzeugen, denn das ist eine Serienproduktion. Die Systeme, die wir nachträglich einbauen, die haben eine Wechselkodierung, die können sie schon mal nicht abscannen. Und es sind alles Unikate. Die Diebe wissen nicht, wo haben wir die Alarmzentrale verbaut, wo sitzt der Schocksensor, wo sitzt der Glasbruchsensor, wo sitzt das Radarmodul, hat das Fahrzeug ein Backup-Modul, wo ist die Sirene verbaut. Wir verbauen immer noch eine Innenraumsirene. Wenn die Fahrzeuge zu uns kommen, wir bauen auch immer die Onboard-Diagnose um. Das heißt, die Stelle, die Achillesferse, wo die Diebe die DNA des Fahrzeuges auslesen, die bauen wir um. Das heißt, der Dieb hat überhaupt gar keine Möglichkeiten mehr, wenn er mit seinem Klontool von Simon Touch zum Beispiel ankommt und sagt, haha, ich mache mal schnell hier einen neuen Schlüssel auf den Audi angelernt. Das bringt gar nichts, denn die Onboard-Diagnose ist gar nicht mehr vorhanden. Die bauen wir weg und nur der Kunde und wir wissen, wo die Onboard-Diagnose sitzt. Macht auf jeden Fall bei solchen Fahrzeugen Sinn. Verbaut in diesem Auto haben wir eine Viper-Alarmanlage. Die Viper-Alarmanlage, die wir hier verbaut haben, ist eine 3606. Vorteil von dem Alarmsystem, sie verfügt über 2 separate Handsender. Serienmäßig ist ein Einwege-Handsender dabei. Zusätzlich haben wir noch einen LED-Handsender eingebaut. Es ist ein Pager. Und das ist ein riesengroßer Vorteil von dem System. Der Pager hat den Vorteil, wenn hier eine Vorwarnung an dem Fahrzeug ist oder irgendeiner versucht, sich an dem Fahrzeug zu schaffen zu machen, dann bekommen wir im Umkreis von einer Meile eine Meldung auf dem Pager und wir können sehen, hier ist irgendwas faul am Fahrzeug, gucken wir mal lieber nach. Hier haben wir noch ein bisschen mehr verbaut. Wie gesagt, eine Innenraumsirene haben wir noch zusätzlich im Innenraum verbaut. Das heißt, wenn einer versucht, die Sirene hier irgendwie zu sabotieren, scheißegal, wir haben noch eine zweite Sirene drin und der Dieb wird sofort in die Flucht geschlagen, weil wenn er schon ans Fahrzeug rangeht, generiert die Alarmanlage schon die Vorwarnung. Und wir verbauen die Systeme seit 25 Jahren und wir sind in Deutschland Marktführer für die Viper-Alarmanlagen. Wir haben noch niemals im Kundenkreis einen Verlust hin müssen. Noch nicht mal eine eingeschlagene Scheibe oder ein gezocktes Navigationssystem. Und das gibt uns eindeutig recht. Das macht wirklich Sinn, sich so ein System einzubauen. Vorteil: CAN-Bus, Schnittstelle und analoge Alarmanlage. Wir spielen lediglich die Protokolle von dem Fahrzeug ein, die DNA, vernetzen das mit der analogen Alarmanlage, die absolut manipulationssicher ist. Und wenn es ein Firmenwagen ist oder ein Leasingfahrzeug ist, ihr wollt in 3 Jahren euch was anderes kaufen, dann spielen wir lediglich von dem neuen Auto die Protokolle ein und die ganze Alarmanlage nimmt ihr wieder mit und die wandert ins nächste Fahrzeug. Und das macht das System so nachhaltig. Auf jeden Fall eine gute Investition. Ich möchte euch jetzt noch mal im Detail mal ein bisschen was zeigen, wie das funktioniert. Wir können die Alarmanlage ganz komfortabel weiterhin über den Audi-Schlüsselhandsender schärfen und entschärfen. Was jetzt neu ist, die Alarmanlage generiert jetzt ein sogenanntes Soft-Chirpen. Das hat folgenden Vorteil. Wenn jetzt jemand kommt und diese Frequenz hier versucht zu jammen, zu blocken, ich gehe von dem Fahrzeug weg, der Wagen würde sich ja gar nicht verschließen, wenn die Frequenz jetzt hier unterdrückt wird. Das würden wir ja hören, denn wir haben jetzt gehört, die Alarmanlage ist scharf, hat gechirpt. Genauso, wenn wir zum Fahrzeug zurückkehren, drück auf den Handsender vom Audi, die Alarmanlage ist jetzt deaktiviert. Wenn euer Fahrzeug einen Komfortzugang hat, dann wollt ihr ja natürlich den auch nutzen. Könnt ihr weiterhin machen, wie ihr seht. Ich gehe hier mit der Hand drauf, Alarm ist scharf.
Alarmanlage ist entschärft. Ja, wie gesagt, bei dieser Alarmanlage haben wir nicht die klassische Cambus-Alarmanlage verbaut, sondern die Alarmanlage von Viper, die über separate Handsender verfügt. Das hat jetzt den Vorteil, dass ich mit dem Handsender hier zum Beispiel auch einen Panikalarm auslösen könnte. Das heißt, wenn ich sehe, da ist irgendwas am Fahrzeug, was mir vor sich komisch vorkommt, den seht ihr hier schon, kann den Panikalarm auslösen. Und ich kann zum Beispiel auch Folgendes machen. Ich könnte jetzt, wenn ich das nicht möchte, dass das Radarmodul die Vorwarnung ausspielt, auch sagen, Moment mal, wir machen jetzt hier mal Level 3 zum Beispiel beim Multilevel Arming, schärft die Alarmanlage. Wenn ich jetzt ans Fahrzeug rantrete und reinschaue, dann bekomme ich die Meldung lediglich auf den Pager und es gibt kein Softchirpen hier am Fahrzeug. Deaktiviere das mal wieder, das ist immer temporär einmalig, schärfe jetzt mal ganz normal. Wenn ich jetzt zum Fahrzeug kehre und würde jetzt einen Vandalismus vornehmen oder zu dicht rankommen, tritt jetzt einmal gegen das Fahrzeug, dann generiert die Alarmanlage jetzt das Softchirpen und ich bekomme zeitgleich die Meldung hier auf mein Pager. Es funktioniert in der Praxis so gut, wie gesagt, dass meine Kunden noch nie einen Verlust hinnehmen mussten. Cambus-Alarmanlage überwacht die Türkontakte, Kofferraumdeckel, Motorhaube und das Zündschloss über das DB All Cambus-Interface. Und wie das in der Praxis funktioniert, will ich euch mal demonstrieren. Ich schärfe den Audi. Zusätzlich hört ihr jetzt noch die Innenraumsirene und die meckert jetzt einmal, weil die Tür offen ist. Die sagt mir, dass eine Zone offen ist. Das ist sehr, sehr praktisch, denn wenn wir einen Kofferraum öffnen haben und aus Versehen die Tür offen haben oder eine Zone offen haben, dann meckert auch der Pager hier und sagt, Moment, ihr habt eine Zone vergessen zu schließen. Ja, aber das wollte ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Empire Lock 200 und der Pager darauf reagieren, wenn ich jetzt versuche, den Wagen zu starten. Ich mache mal die Zündung an. Wird gleich laut hier drin, weil hier eine Zusatzsirene ist. Ihr seht jetzt hier, dass der Pager mir die Meldung hier schon ausspielt. Könnt ihr sehr schön hier sehen. Und parallel seht ihr hier den Anruf. Boah, ich mach das mal aus, das ist ja pervers laut. Und ihr seht, dass das Ortungssystem mich anruft. Ich lehne den Anruf jetzt an dieser Stelle mal ab. Ja, besser kann man sein Auto definitiv nicht schützen. Ja, ich hoffe, mein Beitrag war interessant für euch. Bestimmt habe ich irgendwas vergessen, dann schreibt es unten bei YouTube in die Beiträge rein. Oder ihr ruft mich an unter 0172 4090295 oder ihr schickt mir eine E-Mail unter info@kaistuben.com. Wenn mein Beitrag interessant für euch war, dann gebt mir doch bitte ein Abo auf YouTube, das würde mich wahnsinnig freuen. Vielen Dank, euer Kai Stüben.